also willkommen zum nächsten Teil und jetzt geht es für mich, Fragezeichen, wohin? Sei gespannt, wir sind auf jeden Fall bereit, wir haben Bock. Wir nehmen euch jetzt mit. Und los geht's. First time in Dubai, ja? Yeah? Yeah, first time in Dubai, yeah. We play the tournament of foot golf in Sharjah. Oh, okay. At this golf and shooting club. Oh, in Sharjah? Yes. Oh, sir. I've been there. You've been there? Yeah, I've been there, yes. I've been there and I was like trying 9 millimeters actually. Ah, yes, you're for live shooting, yes. But no, I'm not a shooter. But they open it for the public and you know that you can pay for yesterday the also. For the bullets, oh, yes. Yeah, without license. Yeah. You know that if you pay and without license, you can still try the experience. This is what I wanted to say. Yeah, also in America, we stayed last year in America for the World Cup of foot golf. Yeah. Yes. So yes. They shoot there, but for me, it's shooting nothing. So. Oh, really? So you don't shoot? No, I don't like it. So, vielleicht könnt ihr schon mal ahnen, wo es hingeht. Es ist auf jeden Fall viel Sand. Schon hier zu sehen. Wir fahren mit dem guten Mann, fahren wir in die Wüste. Street! Oh! Oh mein Gott! Camels on the street! Shit situation! Is it really shit? Yes. Why? Yes. This is a shit situation! This is a very dangerous. Why is it dangerous? He's animal and he can anytime. He does not understand this is a cop and he understands really, guys. I'm serious. Last time, wallah, I swear. Last time, you know what happened? Last time, my friend, he was just passing like this and the camel broke his mirror, side mirror. Wallah, I swear to God. Okay, well, and what are we doing now? Nothing. We just just wait. We just wait until. Okay, see in the arrest, what? No. We don't scare the camel. If he's scared, he will come to us. No. Man, what I'm saying? Oh my God. Germans. don't but say. Why the feet are together? I will tell you why. Don't scare him. Don't scare him. See? That one is annoyed. He's looking at me. He's looking at us. Okay, let him to go. Let him to go. Okay. Okay. We don't want this camel to come to us. Please, man. Don't do anything. He can really attack us, really. No. Oh my God. If anything broke in the car, you will pay. Okay. See? Now you put us in trouble. Oh my God. I'm an animal friend. Oh, shit. Shit, man. Shit. I told you, man. I told you not to do anything. Shit! So, also wir haben es ja schon angekündigt, wir sind auf dem Weg in die Wüste. Hier fahren jetzt ein paar mit dem Quad. Wir haben uns gerade dafür entschieden, es nicht zu tun. Weil, wie gesagt, das ist ja quasi Massentourismus. Wäre es jetzt einfach mitten in der Wüste, hätten wir es wahrscheinlich gemacht. Aber, wirklich bis jetzt, die Fahrt mit dem Typ, wir schießen uns weg. Also wirklich, das ist... Eigentlich Comedy pur, also bin jetzt mal gespannt, was da heute noch so kommt.
so, wir haben ein kleines Mistake. Der neben uns hat ein bisschen Reifenprobleme. Es ist einfach so magisch. Einfach überall Sand. Und dann sind wir hier. Ja, was soll ich euch erzählen? Platter Reifen. Aber das Geile ist, hier helfen alle zusammen. Aber wirklich, that's so crazy. Schaut es euch an. Ich habe euch ja gleich gesagt, es gibt ein extra Video. That's so, das ist ein. Und unser Fahrer ist einfach so, so lustig. Ja, da muss man das Ding erstmal ausgraben. Ja. I ask you, tell me, what is the energy? You feel something? It's so easy. It's crazy, yeah? My name is Osama. And that's a little bit love, dog. Matador! Essen ist überragend. Wirklich, ich sag's euch, also wenn ihr mal im Leben richtig gut essen gehen wollt, dann geht auf jeden Fall nach Dubai und testet einfach die arabische Küche. Ich muss wirklich sagen, boah, mega, mega gut. Deshalb, weiter geht's. Wi-Fi password, please. Yeah, stop, stop. Please more. Oh. Today I have so much fun. Welcome to Dubai, Habibi. So unbelievable. Okay. Hold tight and lean back. Hold and tight. And lean back.
Also das war auf jeden Fall die Wüste samt Safari und dem Camp. Es war einfach unfassbar und ich glaube, wir hatten allesamt wirklich mega, mega viel Spaß. Ich kann jedem es empfehlen, der hierher kommt, das wieder zu tun, weil ja, Jasmin hat gerade noch auf Camp gesagt, wir könnten einfach noch eine Woche bleiben und ich vermute mal, wir werden noch so viel sehen. Aber der Malte. Hi. Hi. Hat gesagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch nach Dubai Marina und dann nehmen wir das natürlich noch mit. Spektakulär! Spektakulär! Like the stars. So spektakulär. So, weil es uns nicht gereicht hat, für euch sind wir nochmal, nein Quatsch, natürlich sind wir wegen uns nochmal nach Dubai Marina gegangen. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein Viertel, das gibt es noch nicht so lange. Aber, schaut es euch an, so was einfach, ich weiß nicht, man kann es eigentlich gar nicht in Worte beschreiben. Was die hier hinklatschen in kürzester Zeit, ist schon abartig. Und da vorne ist wieder unser Volldeutscher, der Jens. Der macht mal wieder Bilder. Okay, keine Ahnung was, aber wir sind jetzt auch auf der Palme gelandet, auf der Palm. Ja. Ihr merkt schon, für mich ist es relativ schwierig, immer zu unterscheiden zwischen Englisch und Deutsch, weil wir reden hier natürlich extrem viel Englisch. Aber wir gehen jetzt mal auf The Palm und schauen uns mal erstmal das Hotel an und keine Ahnung, frag mich nicht, aber das, ja, das ist auch Footgolf. Ja. Viele glauben immer, Footgolf ist nur dieses Turnier, aber Footgolf ist natürlich auch viel, viel mehr. Footgolf heißt halt auch wirklich reisen und das ist wirklich unfassbar. Also die Leute sind halt auch so korrekt. Das werdet ihr ganz sicher in den Videos vorher schon gesehen haben, weil also so viel Spaß wie wir haben, das ist unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar. Ja. Schauen wir mal auf The Palm. So, jetzt seht ihr auf jeden Fall das Atlantis. Wohl somit das berühmteste Hotel hier.
auf The Palm. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Wahnsinn. Also was die hier bauen, da scheppert es sich um. Da scheppert es sich echt um. Also keine Ahnung, wie das Ding dann tatsächlich mal aufgebaut ist. Eigentlich muss man es echt mal von oben haben. Aber wir wollten eigentlich da jetzt in den Club da vorne. Plus da wären es 5000 Dirham pro Person, wenn wir rein wollen. Oder 300, wenn wir draußen sein wollen. Also ja, Mindestverzehr schafft man nicht. Nicht mehr beleuchtet, wa? Ja, Jens, nicht mehr beleuchtet. Schade, ja. Das ist kacke. Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rabimmerabammerabum. Es wird auch langsam Zeit. So. Ich denke, es wird unser Last Step sein hier, Dubai Marina. Wir haben alles versucht, aber es ist so schwer, in irgendeinen Club reinzukommen, ohne dass man gleich mindestens mal 100 Euro liegen lassen muss oder drei Shishas kaufen. Naja, in dem Sinn, safe trip at home. Wir sehen uns wahrscheinlich nochmal am Flughafen. Haut rein. Bis nochmal zum Flughafen. Meine Lieben, noch ein letztes Mal aus dem Frankfurter Flughafen, wir sind wieder gelandet. Es hat Gott sei Dank alles geklappt. Ich habe mich heute echt wenig gemeldet, weil wir in Dubai Marina noch die ganze Nacht waren. Das heißt, wir haben da wirklich durchgezecht, keine Minute geschlafen, erst wieder im Flugzeug. Aber auf jeden Fall wieder gut gelandet. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Trip. Wo es hingeht, kann ich euch nicht sagen. Aber wir werden definitiv nicht empfinden. Oder eine Reise oder ähnliches. Deshalb, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und I hope you enjoy it.